Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu einem Wi-Fi-Battle gegen den lieben Dani. Dani hat sich einige interessante Pokémon ausgesucht, darunter vielleicht ungewöhnlich ein Porygon Z sowie ein Magbrand. Jo, ich habe mich für einen bunten Mix mal wieder entschieden, Calamanero, und habe mal ausnahmsweise auch mal ein Rotom Heat dabei. Magneson und Lamus kennt man ja schon aus der DPL. Jo, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Locker flockig gegen den lieben Dani. Jo, er hat mit Autobahn angefangen, war natürlich sein Admurai gewesen. Und ich mit Jochen. Ist natürlich nicht so die Optimum-Optimum-Situation. Ich habe gedacht, okay, machen wir einfach mal einen Abschlag. Ich habe ihm Lebenorb weggenommen und er entscheidet sich, auch Abschlag zu machen. Hat also mit eher einem Wechsel gerechnet. Hat mir jetzt den Walschal weggeschlagen. Was natürlich für mich jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist. Denn jetzt habe ich wieder freie Attackenwahl. Und habe mich dementsprechend für Gift-Hieb entschieden. Hätte hier vielleicht eher einen Kreuz-Hieb machen sollen. Gut. War in der Situation, zurückzurufen, habe mich entschieden, Lamus reinzuholen, weil einfach gedacht habe, okay, Kaskade wird jetzt wahrscheinlich eher weniger Schaden machen gegenüber von Slowbro. Jo, das ist nicht sehr effektiv. Ich habe mich gegen eine Mega-Entwicklung entschieden, weil Slowbro wäre dazu in der Lage gewesen. Viel Länder trifft, natürlich zieht das einiges ab, aber Slowbro hat ein defensives Wesen. Dementsprechend Psyshock und Autobahn ist K.O. Jetzt fragt sich natürlich einer, WTF, warum habe ich keine Mega-Entwicklung gemacht? Genau deshalb, ich rufe jetzt nämlich zurück und nutze die Belebekraft vom normalen Lamus aus. Habe mich für Rotom entschieden. Und er entscheidet sich für Ränkeschmied. Kotz. Okay, Mews Spezialangriff steigt. Und ja, da Rotom langsam ist, steigt er jetzt einfach mal knallhart um plus 4. So, ich habe mich für Irrlicht entschieden. Natürlich bringt das hier gegenüber von Mew absolut null, ja. Ja, Synchro hat natürlich keine Wirkung. Ich bin ja selbst ein Feuer-Pokémon. Und dementsprechend kriegt Mew jetzt erstmal Verbrennungsschaden. Jo, und ich würde mal sagen, Mew ist jetzt auf maximalem Spezialangriff. Ich habe eher mit einem Angriff gerechnet, als dass jetzt hier irgendwie nochmal Ränkeschmied kommt, aber okay. Er hat sich dann einfach nochmal für Ränkeschmied entschieden. Rotom kriegt auch die paar KPchen wieder mit der Überreste gut geschrieben. Aber Mew kriegt sie gerade knallhart wieder abgezogen mit der Verbrennung. So, er nutzt die Gelegenheit, um mit Staffette auszutauschen. Und kommt mit Asuna in den Kampf, seinem Gardevoir. Und hat mich diesmal für Hitzecola entschieden, in der Hoffnung, dass Gardevoir diesen Hit nicht überlebt. Aber den tankt es doch relativ gut weg. Kommt hier mit einer plus 6 Mondgewalt. Ich habe gedacht, okay, das war's jetzt eindeutig. Aber hey, warum nicht Mondgewalt nehmen? Wenn tatsächlich hier das nicht reicht. Unglaublich. Rotom überlebt den Angriff mit Mondgewalt. Natürlich war es nicht sehr effektiv. Er hätte sich hier für eine andere Attacke entscheiden sollen gegenüber von Rotom. Jo, kommen wir hier mit Metagross rein. Ist natürlich nicht so toll, weil hier an der Stelle natürlich Gardevoir auf plus 6 ist. Er entscheidet sich zurückzurufen. Unglaublich. Meiner Meinung nach ist es wirklich unglaublich, dementsprechend bei plus 6 wirklich zurückzurufen. Gut, er hat dann dementsprechend auch den Patronenhieb predicted, dass hier gerade wo ihr K.O. geht. Kommt hier mit einem Lucario-Nahkampf. Zieht natürlich viel ab, ja, weil Lucario einen immensen Angriffswert hat. Aber das reicht nicht, weil Metagross Verteidigungswert doch relativ hoch ist. Sein Verteidigungswert ist gesunken. Damit hat Metagross freie Bahn, hier mit Erdbeben Lucario aus dem Spiel zu nehmen. Und ich kann euch sagen, der Volltreffer wäre hier unerheblich gewesen. Kommt hier wieder mit Mew rein. Und hier von mir ein klarer Missplay. Ich hätte hier einfach Patronenhieb nochmal spammen können, hab's aber nicht getan. Gut, Mew kriegt Überreste und Verbrennungsschaden. Also, Patronenhieb wäre hier an der Stelle natürlich super nützlich gewesen gegenüber von Mew. So, kommen wir hier mit Calamanero. Habe natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass er hier dementsprechend auch Zauber scheinen könnte. Das wäre nämlich ziemlich fatal gewesen.
Übrigens, falls ihr einen kleinen Bug gesehen habt, das ist bei der Wiedergabe von Aurasphäre durchaus normal, dass ihr unten die Rundenanzahl kurz im Bild seht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jo. Dementsprechend auch mal gleich einen Bug gefunden. Jo, er kommt mit Bauchtrommel. Ist natürlich ziemlich doll, weil er seinen Angriffswert hebt auf das Maximum. Und hier dementsprechend musste ich mit Kraftkoloss angreifen, um meine Verteidigungswerte ganz dringend zu erhöhen. Damit ich überhaupt noch eine Chance gegen Malbrand hatte. Glück gehabt, dass er die Zitrobeere hier trägt. Ansonsten wäre das hier natürlich ein K.O. gewesen. Ja, und der Tempohieb zieht lächerlich wenig ab. Er hätte sich eher für eine Feuerattacke entscheiden sollen. Dementsprechend nutzt Shigeki die Gelegenheit und ist auf plus 2. Magbrand ist einfach aus dem Spiel. Kommt hier wieder mit seinem Gardevoir. Natürlich kann das eine Feenattacke. Und das ist natürlich ein klarer One-Hit-KO. Denn das ist eine Vierfachschwäche. Das überlebt es auch nicht hier mit einer Offensivweste und plus 2. Das kann man vergessen. Käfer und Feenattacken sind gerade immer für... Na, Shigeki, ein großes Problem. Bauen wir mit Magnesone übrigens rein. Hat sich für Porygon Z entschieden. Mir schon relativ verwundersam, dass sie sich überhaupt für dieses Pokémon entscheidet. Gut, Porygon Z übersteht gerade so die Attacke und greift mit einem nicht sehr effektiven Hyperstrahl an. Ist so, jo, hui, ich fliege, wird das ja locker wegdenken. Denkste? WTF hat das viel abgezogen. Scheiße, Mann. Damit hätte ich nie gerechnet, dass es ein One-Hit-KO ist bei der nicht sehr effektiven Attacke. Ich meine, das Ding hat eine 90er Spezialverteilung und ist still, ja. Also, dieses Porygon Z ist aggro. Dieses ist einfach aggro. Was ein Glück, es ist K.O. So. Kommt hier natürlich wieder mit Gardevoir hier rein. Und ich muss wieder zurückrufen. Das ist mal spielentscheidend gewesen, was ich hier getan habe. Kommt hier mit dem Spukball. Und Rotom geht natürlich K.O. Jo, und jetzt konnte ich Lamos reinrufen. Lamos wieder fast maximale HP. Das war die Gelegenheit, die Mega-Entwicklung auszuführen. Ja, und jetzt werdet ihr mal sehen, wie viel so ein Spukball an Lamos Schaden anrichtet. Exakt deshalb habe ich nicht die Mega-Entwicklung gemacht, weil ansonsten wäre Slowbro Geschichte gewesen. Jo, so ist Gardevoir Geschichte. Und dementsprechend habe ich gewonnen. Jo, das hätte schnell nach hinten losgehen können. Hätte ich die Mega-Entwicklung zu früh gespielt, hätte ich definitiv an der Stelle verloren, weil ich gegen seinen Spukball keine Chance mehr gehabt hätte. Jetzt fragt sich natürlich einer, warum hat er nicht Mondgewalt eingesetzt? Wäre natürlich viel besser gewesen. Ja, es wäre natürlich viel besser gewesen, Mondgewalt gegenüber meines Teams einzusetzen, weil die Pokémon, die übrig waren, definitiv mit der Mondgewalt wahrscheinlich alle K.O. gegangen wären. Ich bin mir bei Lamos nicht so sicher, aber ich denke eher, dass es K.O. gegangen wäre, als dass es überlebt hätte. Wahrscheinlich wäre es so eine Grenzsituation gewesen, wo dann Lamos gerade so überlebt oder gerade so nicht überlebt. Aber das ist meistens bei solchen Attacken ziemlich normal. Jo, ich habe, um ehrlich zu sein, die verwundersamste Stelle für mich war eigentlich der Hyperstrahl gegenüber von Magnezone. Also, da muss man ja eigentlich sagen, okay, gut, Magnezone wird das sicherlich wegdenken. Es hat eine 90er Spätz-Def, Base und ist vom Wesen her auch optimal ausgelegt. Habe ich gedacht, jo, wird's wohl schaffen, ne, das wegzudenken. Kommt er mit einem Hyperstrahl? Nicht sehr effektiv, einfach alles abgezogen. Also, das sind so Kampfsituationen, wo ich überlebe, womit man auch als Spieler nicht unbedingt rechnet, ja, wenn man meistens ein Pokémon drin hat, das eine nicht sehr effektive Attacke beherrscht, ist es schon relativ ungewöhnlich, dass das Pokémon dadurch K.O. geht. Natürlich lag das auch zum Großteil an Porygons Fähigkeit, warum hier diese Attacke so horrend stark war. Und ja, deswegen Magnezone fairerweise besiegt, auch wenn es nicht sehr effektiv war. Unglaublich, dieses Ding hat eine wirklich enorme Spezialangriff-Base. Natürlich, dank des Hyperstrahls konnte sich Magnezone, sage ich schon, Porygon 2 nicht mehr bewegen, wieso ich es Kinder einfach aus dem Spiel nehmen konnte.
Jo, bei Lucario und Magbrand, die hat er doch relativ leichtsinnig verspielt. Lucario vor allen Dingen deshalb, weil er gedacht hat, Nahkampf gegenüber von Metagross reicht. Reicht aber nicht, weil Metagross Verteidigungsbase halt einfach zu hoch ist, um hier mit Lucario wirklich reell da vorbeizukommen. Sinnvoller, vielleicht eine Feuerattacke auf Metagross, wobei es natürlich auch wieder den Schwächenschutz von mir trägt. Dementsprechend wäre das auch ein ziemlich riskanter Zug gewesen, hier mit einer Feuerattacke anzugreifen. Wahrscheinlich das Sinnvollste wäre es sogar gewesen, hier mit einem Gardevoir oder mit einem Pokémon reinzukommen wie Mew, das irgendwie eine Feuer- oder Feenattacke beherrscht und dann dementsprechend Metagross aus dem Spiel räumt. Weil Metagross gegen Mew zum Beispiel am wenigsten hätte ausrichten können. Bloß blöd, dass es durch Rotom gebrannt hatte. Also Rotom hatte eigentlich nur Mew verbrannt. Mehr hat es großartig nicht gemacht. Und die Mondgewalt von einem plus 6 Gardevoir weggetankt. Das ist schon respektabel. Jo, auch wenn es natürlich nicht sehr effektiv war, aber nicht sehr effektive Attacken, ihr habt es gesehen, können auch durchaus einen One-Hit-KO erzeugen. Schon sehr komisch. Ja, meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Hier an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Kampf gegen Dani hat euch gefallen. Ich sage bis dann, Servus und Ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Wi-Fi-Bell. Hier sind auch mal zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren können. Auf der linken Seite der 12. Spieltag der DPL und auf der rechten Seite einige Wi-Fi-Bälle von mir. Einfach mal draufklicken und ansehen. Falls ihr mich abonniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokenieren-Buttons. Denn Pokenieren ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde. Und falls ihr das auch noch nicht getan habt, könnt ihr die Playlist dieses Videos ansehen mittels des Playlist-Buttons.